Also erstmal ist mir ganz wichtig, und das vermittle ich auch auf Bundesebene, immer zu sagen, die Integrationsarbeit, die liegt jetzt noch vor uns und die wird 7 oder 10 Jahre in Anspruch nehmen. Wir haben bisher über Aufnahme und Unterbringung gesprochen. Integration ist eine riesige gemeinsame Kraftanstrengung und deswegen ist Qualifizierung für den Arbeitsmarkt, Wohnunterbringung und so zum Beispiel auch so wichtig, weil dann auch eine deutlich bessere Integrationsarbeit möglich ist. Zweiter Punkt, wir machen es zum Beispiel bei der Frage der Wohnraumversorgung ganz konkret mit diesen Modulen, mit diesen Ergänzungsbauten. Viele sagen dazu Container, wenn man sich die mal anguckt, das sind vorgefertigte Wohneinheiten praktisch, die 40, 50 Jahre stehen können. Da haben wir jetzt in großem Umfang Flächen für zur Verfügung gestellt, in großem Umfang Wohnraum bestellt, der jetzt auch nach und nach Schritt für Schritt umgesetzt wird, so dass die Menschen aus den Turnhallen rauskommen. Die werden ja jetzt auch schon freigezogen seit Mai, dass sie aus möglichst eben an den Großeinrichtungen rauskommen, wie Tempelhof oder ICC, weil einfach Integrationsarbeit in kleinen, dezentralen Strukturen viel besser möglich ist. Wir haben einerseits die Herausforderung, zunächst die Menschen, die hier neu angekommen sind, unterzubringen, sie zu versorgen mit den Grundbedürfnissen, die jeder Mensch hat und die wir in Berlin zur Verfügung stellen wollen. Dafür haben wir im Senat verabredet, dass wir die sogenannten Tempo-Homes errichten, also Gebäude, die sehr schnell in Berlin zu errichten sind. Das passiert momentan in Berlin, die werden schrittweise errichtet und wir werden bis Ende des Jahres bis zu 30 solcher Tempo-Homes haben, um die Turnhallen leer zu ziehen und die Notunterkünfte schnell abbauen zu können. Aber das ist eben nur ein Teil. Der zweite Teil der Integration ist umfangreicher, aufwendiger und auch kein Thema eines Ressorts. Und deswegen ist der Masterplan für Integration, in dem all diese Dinge aufgeführt sind, wie gelingt es uns, Menschen schnell in Arbeit zu bringen. Wir haben 4.000 bis 5.000 Personen, die Flüchtlinge, die jeden Tag gemeinnütziger Arbeit nachgehen. Wie gelingt es uns, Menschen schnell in ihren Berufsalltag zu bringen, Ausbildung zu bekommen. Da haben wir viele Programme in Berlin aufgelegt. Wie gelingt es uns, dass unsere Kultur verstanden wird, dass Integrationskurse wahrgenommen werden, dass man die Sprache lernt. Da haben wir mit den Volkshochschulen auch ergänzende Maßnahmen in Berlin aufgelegt, zu denen, die vom Bund ohnehin kommen. Und dann gehört aber eben auch dazu, was passiert dann, wenn man diese Integrationsmaßnahmen ablehnt. Es geht um die mittel- und langfristige Integration und machen wir uns nichts vor, das ist eine Mammutaufgabe. Und wir haben als Berliner Grüne deswegen sehr früh gesagt, so wichtig das alles mit der Erstversorgung ist und so wichtig es auch ist, die Missstände am Lageso abzustellen, lasst uns jetzt beginnen, darüber zu reden, wie die Integration gelingen kann. Denn wir sagen auch, wir wollen, dass Berlin, dass die Bundesrepublik Deutschland weiterhin Menschen in Not hilft. Das heißt, wir können ja auch heute noch gar nicht absehen, wie viele Flüchtlinge vielleicht in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren dazukommen. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, wie auch die Integration gelingen kann. Dabei geht es um Integration und Bildung, wie Sie völlig zu Recht sagen. Es geht aber auch um Integration in den Wohnungsmarkt. Es geht um Integration in Arbeit. Aber um mit der Bildung mal anzufangen, Willkommensklassen sind ein guter Anfang. Wir hoffen sehr, dass es gelingt, auch jetzt mit Beginn des Schuljahres wirklich allen geflüchteten Kindern und Jugendlichen einen solchen Schulplatz anzubieten. Wir sagen aber auch, Willkommensklassen können nur der erste Schritt sein, sondern wir wollen, dass diese Kinder und Jugendlichen so schnell wie möglich in sogenannte Regelklassen kommen. Denn natürlich findet Integration in erster Linie durch Begegnung statt. Und da können Willkommensklassen dazu beitragen, dass man beispielsweise durch das Erlernen der Sprache so eine Integration erleichtert. Aber letzten Endes müssen Flüchtlinge genauso wie alle anderen ein Teil des Alltags sein, in der Schule, im Arbeitsleben, als Nachbarinnen und Nachbarn. Also das Wichtigste ist schneller Zugang zur Bildung, schneller Zugang zur Arbeit, schneller Zugang zu sozialen Kontakten in die Gesellschaft rein. Und das Erste, was passieren muss, ist, dass diese unwürdigen Massenunterkünfte aufgelöst werden und ersetzt werden durch menschenwürdige Unterkünfte. Über das Thema Wohnen und Mieten haben wir vorhin schon gesprochen. Sozusagen. Das Problem ist nicht neu, es ist durch die Geflüchteten nicht verursacht worden. Man muss eher einfach nochmal einen Zahn zulegen, weil zu den 125.000, 130.000 fehlenden Wohnungen kommen halt nochmal 25.000 dazu.
aushalten. Mhm. So. Aber das Wichtigste ist in der Tat der Zugang zu Kindertagesstätten, der Zugang eben auch zu Regelklassen. Also nicht dieses in Willkommensklassen, die Sprache erlernen ist in Ordnung, aber sobald es beendet ist, müssen die Geflüchteten nach Möglichkeit schnell den Zugang zum regulären Schulsystem haben, damit sie die Chance haben, auch in dieser Gesellschaft wie alle anderen möglichst schnell rauszukommen aus so einer Situation staatlicher Alimentierung. Ne? Das ist auch für sie selber im Übrigen ganz, ganz unerträglich, über Monate lang, über gegebenenfalls auch Jahre, wenn die Anerkennung sich zieht, dann immer abhängig zu sein, nicht arbeiten zu dürfen, keine Möglichkeit zu haben, den eigenen Lebensunterhalt sich selbst zu erwerben. Das habe ich Ihnen gerade versucht klarzumachen, dass das so nicht funktionieren wird, wie wir uns das vorstellen. Ich habe gesagt, dass 70-80% keine Berufsausbildung haben. Ich habe gesagt, dass viele Analphabeten darunter sind. Ich habe auch gesagt, dass man in 2 bis 3 Jahren niemanden integrieren kann. Wir haben es bei den Türken, haben wir es in 30 Jahren nicht geschafft, die Türken zu integrieren. Und jetzt wollen wir es in 2 oder 3 Jahren schaffen, mit Leuten, die aus einem vollkommen anderen Kulturraum kommen. Die Türken haben zumindest noch wie die Türkei früher aufgestellt war, zumindest noch eine Beziehung zu Europa gehabt. Diese Leute haben keine Beziehung zu Europa. Die können noch nicht mal die deutsche Sprache richtig, die können die deutsche Schrift nicht. Man geht davon aus, dass ein Kind, bevor es, ich sag mal, eine rudimentäre Unterhaltung führen kann in Deutsch, mindestens 1 Jahr braucht. Dann hat es einen sehr, sehr niedrigen Level in der Sprachausbildung erreicht. Und jetzt sagen wir, wir wollen die demnächst integrieren. Es wird nicht so funktionieren. Wir können uns noch so sehr anstrengen, wie wir wollen. Auf der einen Seite müssen wir natürlich Vorsorge treffen, wir müssen etwas tun. Auf der anderen Seite ist Integration aber auch eine Bringschuld. Und diese Bringschuld sehe ich bei diesen Leuten nicht, dass sie sich tatsächlich integrieren wollen. Ein Kriegsflüchtling ist aus unserer Sicht nicht politisch verfolgt und ist deshalb in unserem Land zu dulden. Das heißt, dass wenn wir jemanden dulden, ihm auch die Möglichkeit geben, einen Zugang zu haben zum Arbeitsmarkt und ihm auch die Möglichkeit geben, Fähigkeiten und Fertigkeiten mit einzubringen und aber auch zu erwerben, weil durch die Duldung klar ist, dass derjenige, sobald sein Herkunftsland als sicher eingestuft ist, wieder in sein Land zurückgeht, um sein Land mit aufzubauen. Und wir haben den dritten Weg, den wir unabhängig von all diesen Fragen brauchen, nämlich ein Einwanderungsgesetz, wie wir es aus anderen Ländern kennen, aus Amerika, aus Australien, aus der Schweiz, wo es klare Regeln gibt, an denen man sich orientiert, um dann die Einwanderung vorzunehmen und sich in ein Land zu bewerben. Diejenigen, die jetzt hier sind, in Berlin, die müssen untergebracht werden und versorgt werden. Und die müssen vor allen Dingen untergebracht werden in Umfeldern, wo wir eine leistungsfähige Infrastruktur haben.